Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Roisdorfer Mineralbrunnen. Der pure Luxus aus der Region für die Region. Genieße deinen Schluck Rheinland. Regionalfernsehen. Nah dran, mittendrin. Allerhand gruselige Gestalten versetzten auch in diesem Jahr die Besucher der Geisternacht auf Burg Satzwey in Angst und Schrecken. Groß und klein kamen in Scharen, um Halloween auf der Burg zu feiern. Nebst den professionellen Erschreckern sah man auf dem Gelände auch allerhand gut verkleidete Fans des traditionell amerikanischen Festes. Für die Organisatoren ist Halloween auch schon seit Jahren ein fester Bestandteil. Meine Mutter ist Amerikanerin, das heißt, die amerikanischen Bräuche sind uns schon ein bisschen vertraut. Und klar, manche Leute sagen vielleicht, es wäre ein bisschen Kommerz, aber trotzdem kann man genauso eine Burg mit diesem schaurig schönen, diesen ganzen mystischen bespielen. Und genau das möchten wir auch dann darstellen. Vom Erschrecken und Staunen mal abgesehen, wurde den Gästen wie in jedem Jahr einiges geboten. Natürlich wie jedes Jahr schaurig schönes Halloween auf Burg Satzwey. Wir haben einen großen Parcours des Schreckens, ganz anders als letztes Jahr. Ein Teil Labyrinth, Teil Szenenbilder, neue Schauspieler, neue Masken, neue Kostüme. Wir haben unsere altbewährten Vampire, die nicht jedem den Zugang zum Burgtor und zum Burghof gewähren. Wir haben Schauspieler, wir haben Erschrecker, wir haben wie letztes Jahr auch für unsere Kinder ein Kinderland, damit die Eltern auch ohne die Kinder mal sich schaurig, schrecklich gruseln können. Wir haben ab 22 Uhr Disco, davor haben wir Livebands, die die Leute auch in Stimmung versetzen. Wir haben einen Mittelaltermarkt oder einen Halloweenmarkt vielleicht besser gesagt und wunderbar schaurig schöne Szenenbilder. Auf jeden Fall war der Parcours des Schreckens wieder die Attraktion der Veranstaltung. Die Warteschlange war lang. Sehr lang, und alle wollten wissen, was sich hinter den Absperrungen und Sichtblenden verbirgt. Einmal drin konnte man von draußen nur noch vereinzelte Schreie hören. Den Besuchern hat's gefallen. Ja. Alles super. Gerade noch ein bisschen geschockt. Ja. Was hat dich denn am meisten gegruselt? Die Monster. Gefällt dir trotzdem ein bisschen? Ja. War sehr gut. Also die Schauspieler waren sehr überzeugend. Ja, super. Wir kommen jedes Jahr hier hin. Klasse. Ja. Ja, super. Ja, macht echt Spaß. Wir kommen aus Duisburg und macht echt mal Spaß, hier in der Eifel zu feiern, Halloween. Genial, geil. Ja, das trifft's, glaube ich, oder? Also doch. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Reise wert hier. Oh, gruselig. Nun braucht so ein Event auch eine Menge Vorbereitungszeit. Die Planung ist natürlich schon im Vorhinein geschehen. Man muss ja auch gucken, dass man die ganzen Kostüme gemacht bekommt, zusammenbekommt. Die Maske muss durchgesprochen werden. Die ganzen Szenenbilder müssen abgesprochen werden. Das haben wir schon im September gemacht. Und den Aufbau haben wir im Hof, wo das Burgtoberfest stattgefunden hat, erst nach dem Burgtoberfest gemacht natürlich. Alles andere haben wir vorher natürlich schon vorbereitet, aber auch erst vor ein, zwei Wochen jetzt wirklich fertiggestellt und aufgestellt. Mit viel Liebe zum Detail wird Halloween hier jedes Jahr aufs Neue zelebriert, und das mit großem Erfolg. Wer es also gruselig mag und etwas für das Auge möchte, für den ist die Geisternacht auf Burg Satzwey genau das Richtige.
der Quell unseres Lebens. Wasser. Erleben Sie den Geschmack von Leichtigkeit und Wohlbefinden. Roisdorfer Wellness. Erfrischt und belebt. Ein köstlicher Luxus. Roisdorfer Wellness. Ich fand den Bericht über unser Mineralwasser aus Roisdorf sehr informativ und finde, dass eine Sendung wie die Voreifelzeit für unsere Region sehr wichtig ist. Ich finde Voreifel TV super, weil hier werden mal kleine Menschen groß dargestellt. Seitdem ist das Pflichtprogramm. Einfach toll. So eine Sendung wie diese Voreifelzeit hat in unserer Region, finde ich, schon lange gefehlt. Jetzt werden unsere Brauchtumsveranstaltungen deutlich besser wahrgenommen. Prima so. Weitermachen. Voreifel TV ist für mich ein gutes und auch sehr wichtiges Format. Für mich Daumen hoch. Dieser Bus fährt jetzt nicht geradewegs zum Schrottplatz. Im Gegenteil. Er ist nämlich vor dem Verschrotten gerettet worden, und zwar von Uwe Pütz. Der Schrottplatz wäre sicherlich die Endstation gewesen. 7000 Arbeitsstunden waren nötig, um das klinisch tote Schätzchen zu neuem Leben zu erwecken, erzählt uns Uwe Pütz. Ja, und was macht man nun damit? Da hatte Oliver Mühlens von der Stadt Brühl aber eine clevere Idee. Rundfahrten mit einem Nostalgiebus, das würde doch gut ankommen. Und es kam gut an. Ja, dieser Nostalgiebus, den wir hier sehen, seit anderthalb Jahren hat die Stadt Brühl ein neues Konzept hier. Nostalgie-Busfahrten in Brühl und rund um Brühl. Mal schauen, wie stark das Interesse ist. Bisher in diesem Jahr 2014 war das Interesse riesengroß. Ja, und jetzt gegen Ende des Jahres 2014 fand die letzte Fahrt in diesem Jahr statt. Und die war ein bisschen anders als sonst. Einmal war der Bus komplett von einer Geburtstagsgesellschaft gebucht worden und zum anderen ging es über die Stadtgrenzen von Brühl hinaus. Einer der Anfahrpunkte war der Ziegenhof in Bornheim-Rösberg. Hier dreht sich alles, wer hätte das gedacht, um Ziegen und deren Produkte. Ilona kann stundenlang lustige Geschichten über ihre Lieblinge erzählen. Genau, nur Ziegen, die meckern, sind unglücklich. Also die Ziege an sich meckert überhaupt nicht. Ist ein sehr stilles Tier und auch ein stiller Leider. Das heißt, wenn die Ziegen krank sind, werden sie eher in sich gekehrt und kauern irgendwo in der Ecke rum. Die schreien also nicht vor Schmerz. Und während die Geburtstagsgesellschaft beim Ziegenkäse zulangte, gab Ilona noch ein weiteres Bonmot zum Besten. Ziegen und Frauen haben einiges gemeinsam. Sie sind grazil, intelligent und haben einen leichten Hang zum Meckern. Am Ziegenhof gab es jedenfalls nichts zu meckern und darum ging es in bester Laune weiter nach Roisdorf, zur Roisdorfer Mineralbrunnen AG, wo Oliver Mühlens und Atze Anders die Gesellschaft erwarteten. Atze ist Betriebsleiter hier und hat ein paar leckere Getränke kaltgestellt, aber... Vorher ist aber noch ein bisschen Arbeit angesagt. Ich werde euch ein bisschen durch den Betrieb führen. Heute ist keine Produktion, das hat aber auch den Vorteil, dass es relativ leise ist. Ich brauche also nicht so zu schreien und ich darf Sie bitten, mir zu folgen. Zunächst ging es in die Lagerhallen, wo sich aber tausende von Getränkekisten stapeln. Dann ging es weiter in die Produktionshalle. Und während Atze den Produktionsvorgang erklärte, schlichen wir uns mit der Kamera zurück zum Bus, um ein paar Details rauszubekommen. Ein wahres Schätzchen. Wie viele Exemplare wurden denn davon gebaut und wie viele gibt es noch? Gebaut in ca. 18.000 Exemplaren, heute noch in Deutschland ca. 11 Stück bei Busunternehmern existent, die zum Personentransport zugelassen sind. 38 Plätze und 110 PS ohne Servolenkung gefahren, treiben dieses Fahrzeug quer durch Deutschland. Na bitte, wieder was gelernt. Und während die Geburtstagsgesellschaft die Mineralwasserparty feierte, lernten wir noch etwas über Wellness. Nicht das im Fitnessstudio, sondern das in der Flasche. Ich
glaube, hier kamen einige Fragen dazu. Atze, ja. Könntest du da... Ich kann es ja nochmal ganz kurz erklären. Das ist also eine Limonade auf Basis Birnensaft. Kein zusätzlicher Zucker, also die Süße kommt nur von dem Saft. Und dann haben wir eine kleine Kräutermischung dazu und ein bisschen Ginseng. Na, haben Sie mal probiert? Ja, sehr, sehr lecker. Und ja. Jetzt steige ich um auf Peters Kölsch. Naja, ein bisschen Kölsch muss sein. Ja, ja. Hoch. Zum Schluss ließ es sich Atze Anders dann aber nicht nehmen, dem Geburtstagskind einen prall gefüllten Geschenkkorb zu überreichen. Und raten Sie mal, was da nicht drin war. Da lohnt es sich doch, Geburtstag zu haben. Genau. Bingo, Kölsch war nicht drin. Freitag, 7.11.2014 um 18.30 Uhr ist die Eröffnung der Ausstellung Metamorphosen der Künstlergruppe Eigenart. Und zwar im Herrenhaus Burg Altendorf in Meckenheim. Sie wird eröffnet durch den Vorsitzenden des Meckenheimer Bürgervereins Bernhard Ganz. Die Ausstellung geht bis zum 13.11.2014 und ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Es geht um Hexen, Werwölfe und Zauberpfaffen in einem Vortrag von Dr. Rita Voltmer zum Thema Hexenjagd in der Eifel. Und zwar Freitag, 7.11.2014 um 20 Uhr im Parkhotel Euskirchen im Rahmen der Fachtagung zur politischen Relevanz eines frühneuzeitlichen Feindbildes. Jupp Moore erzählt und besingt typische Ereignisse aus dem Leben. Freitag, 7.11.2014 im Drehwerk Adendorf ab 20 Uhr. Unterstützt wird er von Ed Kölsche Jazz Trio. Das Motto, ne Kölsche Levenslof in Moore und Doll, verspricht viel Spaß auf Platt. Hallo und herzlich willkommen hier im schönen Waldhotel in Rheinbach. Ich möchte zum einen Herrn Dr. Ludwig von der ELEC-Projektgruppe Erneuerbare Energien begrüßen und zu meiner rechten Seite den Herrn Dudai von der Bontec Hille. Wir treffen uns heute, um über Heizungssysteme in Zeiten des Klimawandels zu sprechen. Und Herr Dr. Ludwig, ich würde Sie zunächst einmal bitten, dass Sie vielleicht Ihre Projektgruppe einmal vorstellen. Die ELEC-Projektgruppe setzt sich zusammen aus 6 kommunalen Mitarbeitern, die von den 6 Gemeinden in die Gruppe entsendet wurden und von jeweils 2 sachkundigen Bürgern und Unternehmern aus den verschiedenen Gemeinden. So bin ich von der Gemeinde Rheinbach damals entsendet worden. Die Aufgabe, die wir haben, ist, wir unterstützen direkt die Bürgermeister bei allen Unternehmungen, die die Gemeinden machen, bei Haussanierungen, Rathaussanierungen und so weiter mit Rat und Tat und klären umfangreich die Bürger auf über die Möglichkeiten, die sie haben, um an der Energiewende teilzunehmen. Wir haben eine Broschüre herausgegeben, Erneuerbare Energien, Klimaschutz. Diese Broschüre wurde von uns Projektgruppenmitgliedern selbst geschrieben, um den Bürgern, die häufig über zu viele Informationen verfügen, etwas an die Hand zu geben, so dass sie da sich zurechtfinden. Und jeder unserer Mitglieder ist dort auch aufgeführt, dass man sie auch direkt anrufen kann, wenn man da spezielle Fragen hat. Diese Broschüre bekommen Sie in jedem der 6 Rathäuser in Bornheim, Wachtberg, Swisttal, Rheinbach, Alfter und Meckenheim. Und in Meckenheim ist ein gutes Stichwort, weil am 8. November veranstalten wir einen Energietag von der ELEC-Projektgruppe. Dieser Energietag ist zweigeteilt. Das heißt, zunächst werden wir im Rathaus in Meckenheim morgens mit Vorträgen beginnen zum Thema, Schwerpunktthema dieses Jahr, Wärmedämmung und Lüftung. Lüftung ist ein sehr wichtiges Thema. Und am Nachmittag kann man sich dann verschiedene Häuser, Privathäuser angucken, wo Bürger schon etwas gemacht haben und den anderen Bürgern dann bereitwillig das zeigen, damit man das nachahmen kann. Deswegen haben wir auch ein Klimapatennetzwerk aufgebaut in der im westlichen Rhein-Sieg-Kreis. Das heißt, wir haben schon mehr als 100 Bürger, die Klimapaten sind. Die haben Projekte gemacht, zum Beispiel Solarthermieanlagen aufgebaut oder nutzen Holzpellets als Energie
Energieträger für die Heizung, haben ihre Häuser als Passivhaus ausgeführt. Alles eine sehr große Bandbreite, was man machen kann, um von Öl und Gas wegzukommen. Und dieses Klimapatennetz, dort kann sich jeder auch anschließen, der etwas gemacht hat. Dort suchen wir immer weitere Klimapaten, die auch zeigen möchten, dass sie einen Beitrag geleistet haben, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Vielen Dank erstmal, Herr Dr. Ludwig, für die Vorstellung Ihrer ELEC-Projektgruppe. Herr Duday, Sie kommen von der Firma Bontec Hille. Vielleicht können Sie uns auch ganz kurz erklären, was Ihre Firma macht und wie Sie helfen, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Wir sind seit über 30 Jahren am Markt mit dem Schwerpunktthema Wärmepumpen. Und wir haben jetzt im Zuge des Klimawandels uns damit beschäftigt, dass wir das Thema Wärmepumpe natürlich auch noch optimieren. Es gibt ja seit einigen Jahren einen Trend hin zum Thema Solarthermie, das heißt die Nutzung der Sonne nicht um Strom zu produzieren, sondern um Wasser zu erwärmen, das dann eben als Warmwasser im Haushalt genutzt wird beziehungsweise die Heizung unterstützen kann. Und hier ist unser Schwerpunkt jetzt, dass wir sagen, wir kombinieren diese beiden Komponenten und ergänzen es dann eben auch noch um einen entsprechenden Speicher, damit Sie tagsüber die Wärme auch einsammeln können, tagsüber nutzen oder auch dann in den Abendstunden und in der Nacht. Und da sind wir im Großraum Bonn führend, was diese Technologie in dieser Kombination und Ausführung angeht. Haben Sie denn derzeit aktuelle Projekte, wo man diese Wärmepumpen eventuell auch besichtigen kann? Oder? Ja, wir haben natürlich eine Vielzahl von Projekten. Wir sind im Bereich des Einfamilienhauses unterwegs. Wir gehen aber auch in größere Mietanlagen, wo die Technologie gefragt ist. Hier in der Region westlicher Rhein-Sieg-Kreis haben wir ja in vielen Fällen die Problematik, dass in den 70er Jahren sehr viel mit Nachtspeicheröfen gebaut wurde, gerade was so Meckenheim angeht. Und die Anlagen sind jetzt so langsam am Ende ihrer Lebenszeit angelangt. Die Wohnungen sind zum Teil schwer zu vermieten. Es gibt keinen Heizungskeller, wo man eine Heizung unterbringen kann. Es gibt kein Wärmeverteilnetz, sprich keine Heizkörper in den Wohnungen. Und das ist dann unser Einsatzgebiet, wo wir dann nachträglich solche Systeme installieren, mit einer Wärmepumpe und einem Speicher kombinieren. Und da sind wir sowohl hier in Bonn, Rhein-Sieg-Kreis unterwegs. Wir haben aber auch schon Projekte in Stuttgart gemacht. Wir sind im Ruhrgebiet unterwegs, im Aachener Raum. Also wir scheuen uns auch nicht vor weiteren Wegen. Am liebsten sind wir bei einer Heimat unterwegs. Herr Dr. Ludwig, man hört jetzt gerade immer mehr in den Nachrichten der Russland-Ukraine-Konflikt. Es besteht eventuell die Möglichkeit, dass die Gaslieferungen aus Russland nach Deutschland eingestellt werden. Wie kann man da auch in Zukunft die Energieversorgung sicherstellen? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wir haben sehr viele Ressourcen in der Umwelt hier bei uns in der Region selbst, die wir nutzen können. Und das Öl und Gas wird tatsächlich immer knapper. Und im Übrigen ist es nicht nur ein Versorgungsproblem, dem wir uns stellen müssen und steigende Preise, sondern natürlich auch für den Klimaschutz ist es kontraproduktiv, dass wir weiterhin Öl und Gas in diesen großen Mengen verbrennen. Deswegen sollten wir hier auch in der Region, und darauf sind wir auch in der ELEC-Projektgruppe sehr bedacht, dies zu tun, sollten wir mehr eigene Energie erzeugen, indem wir auch mehr Stromerzeugung über Photovoltaik erreichen, aber auch die Wärmeenergie nun bereitstellen über Biomassen, wie zum Beispiel Miscanthus, ein schnell wachsendes Gras, oder über Biogas und andere Projekte. Strom ist grundsätzlich ein sehr gutes Mittel, was wir auch lokal mit Hilfe der Sonne gut erzeugen können und nutzen können. Wir haben zwar im Moment noch die Problematik, dass viel Strom in Deutschland über fossile Energien erzeugt wird, aber da könnten wir deutlich mehr machen, um damit dann zum Beispiel auch Wärmepumpensysteme zu nutzen. Denn Sie müssen wissen, moderne Neubauten und die Bauten, die wir in Zukunft auch sanieren werden, müssen vor allen Dingen über eine sehr gute Dämmung verfügen. Dämmung heißt aber, dass die Energieverbräuche dann doch sehr stark sinken, dass sich die Verbrennungstechnologien an und für sich in solchen Gebäuden kaum noch lohnen und der Aufwand zu groß ist, dort das zu betreiben, sodass da in diesen Gebäuden eben Strom und die Restwärme- und Warmwassererzeugung über Strom eine echte Alternative ist. Herr Duday, ich möchte auch gerne noch mal auf Ihre Wärmepumpen zu sprechen kommen. Besteht da die Möglichkeit einer Subventionierung?
Ja, sogar einer recht anspruchsvollen Förderung. Ich habe mal hier eine kleine Broschüre mitgebracht, die wir erarbeitet haben. Es ist so, dass im Zuge der Energiewende seitens der Bundesregierung massiv Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. Ich darf mal kurz aufschlagen. Wir haben also die Situation folgendermaßen, wenn Sie diese solarthermische Nutzung haben, das sind Röhrenkollektoren, die aufs Dach geschraubt werden, die sieht man jetzt immer häufiger. Wenn Sie die nutzen, bekommen Sie von Bundesseite 1.500 Euro Mindestförderung, Basisförderung nennt sich die. Wenn Sie dann da zusätzlich noch einen Speicher sich zum Heizungssystem dazu nehmen, gibt es nochmal 500 Euro extra. Und wenn Sie dann noch sagen, Sie würden einen alten Kessel gegen einen neuen austauschen, gibt es auch nochmal 500 Euro. Also eine ganz massive Förderung seitens des Bundes. Ergänzt wird das auch durch Landesmittel seitens des Landes Nordrhein-Westfalen. Allerdings momentan im Zuge der Haushaltssperre für dieses Jahr wohl nicht mehr zu erwarten, aber wir hoffen, dass es im nächsten Jahr da weitergeht. Und natürlich gibt es dann auch auf lokaler Ebene, zum Beispiel seitens der Stadt Bonn, auch nochmal Zusatzförderung. Das Gleiche ist beim Thema Wärmepumpe. Ich stecke es mal gerade wieder weg. Beim Thema Wärmepumpe gibt es 1.300 Euro Mindestförderung seitens des Bundes. Und jetzt kommt der Clou, wenn Sie beide Maßnahmen zeitgleich machen, gibt es nochmal 500 Euro obendrauf, weil Sie beides gemacht haben. Und alleine dieser Förderansatz seitens des Bundes, der Länder und auch der Kommunen und zum Teil auch der Energieträger zeigt, wie sehr diese Technologie gewertschätzt wird, dass eben diese Komponenten zusammengeführt werden für ein integriertes System. Und damit sind sie eben auf lange Jahre unabhängig von fossilen Brennstoffen. Ich möchte noch einen Satz anmerken zum Thema der Mengen an Systemen dieser Art. Wir haben in der Schweiz im Neubaubereich mittlerweile 75% Anteil an Wärmepumpensystemen. Und in Schweden liegt der Anteil sogar bei über 90%. Also in Schweden und der Schweiz haben sie eher ein Problem, eine Firma zu finden, die ihnen eine Öl- oder Gasheizung einbaut. Da ist mittlerweile wirklich der Standard im Bereich Wärmepumpen und Solarthermie. Wie erklären Sie sich denn, dass eben in der Schweiz oder auch in Schweden teilweise 90% der Häuser eben mit solchen Pumpen ausgestattet sind und wir dann in Deutschland da doch so ein wenig zurückliegen? Ja, wenn wir jetzt hier in Rheinbach sind, wir haben es nicht weit ins rheinische Braunkohlenrevier. Wir haben da jetzt 100 Jahre Braunkohle rausgebaggert, verstromt, daher auch die vielen Nachtspeicherheizungen. Wir haben uns in den 50er Jahren vom Koks ins Öl hineingerettet und dann das Gas dazu genommen. Das ist einfach eine Generation, die so gelebt hat. Ja, und zum Beispiel in Schweden, dadurch, dass sie ja eine sehr dünne Besiedlung haben, war man immer schon darauf angewiesen, eine innovative Technologie herauszuarbeiten. Die Pellets sind ja auch vor über 30 Jahren schon in Schweden sehr stark eingesetzt worden in Heizungssystemen, weil sie eben beispielsweise nicht an Gasnetz angeschlossen sind, weil es schwierig war, an Öl zu kommen, und Strom war eben überall verfügbar. Und außerdem sind die Schweden uns Deutschen, die wir ja eigentlich als Weltmeister und Vorbild in Sachen Umwelt- und Klimaschutz gelten, gedanklich immer noch einen Schritt voraus. Das ist, muss man einfach zugestehen. Die sind da offener für, und wir sind aber jetzt frohen Mutes, dass wir die schwedischen Verhältnisse in den nächsten Jahren auch in Deutschland haben werden. Herr Dr. Ludwig hat es ja schon freundlicherweise angesprochen. Es tut sich einiges in diese Richtung, und da wollen wir eben jetzt weiter dranbleiben. Und wir sind der festen Überzeugung, dass eben die Kopplung mit der Solarthermie eben eine gewisse Basiserwärmung bringt, weil seitdem ich lebe, das sind auch schon 50 Jahre, war kein Tag ohne, dass die Sonne aufgegangen wäre. Also von daher haben Sie da einen dauerhaften und zuverlässigen Energielieferanten. Wenn ich mich jetzt also dazu entschlossen habe und möchte mir derartige Systeme anschaffen, welche Voraussetzungen muss denn mein Haus haben, damit eben ja so eine Solaranlage überhaupt möglich wäre? Ja, wenn es um die Solaranlage geht, sollten Sie ein bisschen Platz auf dem Dach, auf der Garage oder im Garten haben. Da würden wir uns dann im Rahmen einer Ortsbesichtigung natürlich anschauen, welche Möglichkeiten gegeben sind. Für einen Speicher, da brauchen Sie im Keller etwas Platz.
Da haben wir verschiedene Systeme in unterschiedlichen Größen. Die würden wir dann entsprechend dem Gebäude anpassen. Und ansonsten, die Wärmepumpe ist in etwa so groß wie ein größerer Kühlschrank. Die stellen wir Ihnen schön in den Garten oder an die Hauswand. Und die zweite Einheit, die steht dann da, wo bislang der ganz normale Heizungskessel gestanden ist. Also das machen wir im Rahmen einer Ortsbesichtigung. Und ich darf Ihnen versprechen, bislang ist noch kein Projekt daran gescheitert, dass wir keinen Platz gefunden hätten oder dass wir die Anlage nicht hätten anschließen können. Dann danke ich Ihnen erstmal ganz herzlich, Herr Dr. Ludwig von der Elektprojektgruppe und Herr Dudai von Bontec Hille. Ich danke Ihnen für das Gespräch und bin um einiges schlauer geworden und werde mir in Zukunft auf jeden Fall mehr Gedanken machen, wie ich auch dem Klimawandel entgegenwirken kann. Eine Heiz- und Warmwasseranlage von heute arbeitet umweltschonend und energieeffizient, damit die Ressourcen unserer Erde und auch unser Geldbeutel geschont wird. Die Anlagen von heute und morgen bestehen immer mehr aus den Komponenten Solarthermie und Wärmepumpe sowie ein Speichersystem, um die Energie zu puffern. Betrachten wir die Komponenten einer solchen Anlage einmal näher. Was ist eigentlich das Besondere an einem solchen Vakuum-Röhrenkollektor? Solarröhrenkollektoren sind dazu notwendig, um die Energie des Sonnenlichts auf ihrem Dach in Wärmeenergie umzuwandeln und dann in den Wärmeenergiespeicher zu befördern. Also ein sehr effektiver Mosaikstein einer modernen, energieeffizienten Anlage. Was ist eigentlich das Besondere an einer solchen Wärmepumpe? Wenn da mal nicht genügend die Sonne geschienen hat oder weiterer Wärmebedarf ist, tritt das sehr kostengünstig arbeitende Medium Wärmepumpe in Aktion, also neben der Solarthermie eines der energieeffizientesten Lieferanten für die Anlage von morgen überhaupt. Was ist eigentlich das Besondere an einem solchen Speicher? Das Herz einer modernen Anlage ist heute der Speicher. In einem solchen Speicher wird die erzeugte Wärme zwischengespeichert, ganz gleich aus welchem Wärmeerzeuger sie stammt. Von daher also ideal geeignet, um auch solarthermisch gewonnene Wärme hier zwischenzuspeichern. Das heißt, tagsüber erwärmt die Sonne das Wasser hier in diesem Speicher und dann kann Ihr Heizungssystem über die Fußbodenheizung, über die Wandheizung, über die Heizkörper die Wärme entnehmen. Vorteil für Sie, Sie sparen enorm an Heizkosten ein. Und der Vorteil dieser Speicher hier ist, sie sind aus Kunststoff, leicht transportabel, unverrottbar und vor allen Dingen halten Sie die Energie im Speicher. Schauen wir uns mal die Funktionsweise an. Dieser leicht installierbare und hocheffektive Pufferspeicher übernimmt die Wärme aus den unterschiedlichen Quellen in verschiedene Schichten und speichert sie langfristig zur Abgabe an die Wärmeverbraucher, je nach Bedarf. Hierdurch ist eine hohe Nutzbarkeit der unter günstigen Bedingungen und kosteneffizient erzeugten Wärmeenergiemengen gewährleistet. Wie kann ich weiter? Hallo, guten Tag. Ja, schön, dass Sie mich ansprechen. Ich habe gerade die Fische gesehen und jetzt sehe ich, dass Sie auch hier so eine tolle Ausstellung haben mittlerweile. Ist die neu eigentlich? Die ist neu hier in Obin-Alfter, ganz genau. Wir haben über 200 Becken mit über 200 Fischarten. Ja. Also eine richtig schöne große Auswahl, ist für jeden was dabei. Ist ja kleine, toll, große, ja. Fische, aha. Süßwasserfische, Teichwasserfische. Wir haben ein sehr großes Wohnzimmer. Ich schätze mal so circa 50 Quadratmeter. Okay. Was wirkt dann am besten von der Optik her? Oder was, also wenn, was empfehlen Sie? Wenn Sie ein großes Wohnzimmer haben, dann würde sich natürlich auch ein größeres Aquarium empfehlen, weil es halt wirklich dann optisch auch besser aussieht. Wäre das hier zum Beispiel sehr schön. Aha. Das ist ein sehr schönes Design-Aquarium, oh ja, was auch von der Literanzahl her sehr schön ist, ja. 250 Liter. Und hier haben wir eine reichhaltige Auswahl an Wasserpflanzen. Ja, toll. Sowohl wie gesagt für den vorderen Bereich als auch für den hinteren Bereich. Ja. Hier zum Beispiel das Neuseelandgras ist eine sehr schöne Vordergrundpflanze. Mhm. Sieht halt sehr schön aus, wenn die sich dann wie so einen Teppich ausbreitet im vorderen Bereich. Und hier hätten wir dann mehr die Pflanzen für den mittleren bis hinteren Bereich. Die sind teilweise jetzt auch noch etwas kleiner, allerdings wachsen die natürlich da. Achso, es gibt auch Steine und so weiter. Genau. Ich sehe das hier. Dekoration. Deko an der Wand ohne Ende.
Dass die Fische so da durchschwimmen, genau, oder also so. Es gibt natürlich da auch Hölzer und Steine, ja, und es gibt, ja, natürlich auch künstliche Deko. Aber das haben Sie alles hier in das Alfter? Das haben wir auch alles hier in Orion und Alfter, genau, richtig. Ist natürlich auch wichtig für die Fische zum Teil. Ne? Also ja, es gibt auch einige Welsarten, die sich dann gerne dann diese Versteckmöglichkeiten suchen. Aha. Sich teilweise auch von den Hölzern ernähren. Also sie raspeln die auch teilweise ein bisschen ab, genau. Die größten Fische, die wir haben, das sind jetzt hier zum Beispiel unsere Diskusfische. Die gibt es halt auch in verschiedenen Farbvarianten. Ja. Haben wir hier auch noch schöne große Skalare zum Beispiel. Ja. Also da haben wir wirklich schon eine sehr schöne große Auswahl. In verschiedenen Farben, Formen. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Und die Fische als solche, wie ist das mit Füttern und Pflege? Wir machen das immer so, dass wir die einmal am Tag füttern. Einmal täglich? Genau, einmal täglich. Man kann auch ruhig mal einen Tag auslassen, als Fastentag sozusagen. Fischfutter und alles bekomme ich natürlich hier auch. Haben wir selbstverständlich auch alles da. Genau. Was ist das? Ist das so eine Art Streufutter? Also das Allroundfutter ist ein Flockenfutter. Das sind so ganz kleine Plättchen, die man auf die Oberfläche streut, die auch eine Zeit lang auf der Oberfläche liegen bleiben, bis sie sich voll Wasser gesogen haben. Ja. Aber es gibt natürlich dann auch noch Granulatfutter, Tablettenfutter für die Welse, die also direkt auf den Boden sinken. Und auch Lebenfutter, wie rote Mückenlarven zum Beispiel. Ach so. Ich freue mich nach wie vor, dass hier im Obi in Alfter jetzt so eine tolle Aquaristikabteilung vorhanden ist. Das alljährliche Stadtfest im Bonner Stadtteil Brüserberg lockte auch dieses Jahr wieder viele Zuschauer. Zuerst einmal war der integrierte Flohmarkt sehr beliebt. Viele Anwohner und Kinder boten so ziemlich alles an, von dem man sich trennen wollte. Also, wie ihr sehen könnt, hier haben wir viele Sachen, also Bücher, Kleidung, die zu klein sind, alte Sachen und naja. Ja, erstmal Klamotten, ja, einmal für die Kinder, Kindersachen, ein paar Spielzeuge, ja, und Erwachsenensachen eben, genau. Schnell hatte man sich ein paar Euro verdient. Ja, gut, ich habe schon so, ja, so 20 Euro verdient. Auch die Händler, die an der Zentrumsmeile angesiedelt sind, machten heute kräftig mit. Sind hier eine sehr alte Firma ansässig auf dem Brüserberg seit 35 Jahren. Und wir machen ein bisschen auf hier das Geschäft. Kunden können reinkommen, ein Bierchen mit uns trinken und eventuell auch ein Schnäppchen erstehen. Wir verkaufen Dekoartikel, Wohnaccessoires, Kosmetika, alles was das Wohnen schön macht und duftet. Ich verkaufe Honig aus Dürenbürgel von einem Imker. Das heißt Honig aus der Region, Eifelhonig, 13 Sorten im Moment, verkaufe alles, was mit Honig zu tun hat, zum Beispiel Handcreme, Lindesa, Shampoo, Bodylotion, Lipgloss. Wir verkaufen Obst und Gemüse. Das Obst ist eigentlich alles von uns selber. Aus dem eigenen Garten? Genau. Und Sie haben ja relativ viel im Angebot. Wie groß ist denn Ihr Garten? Wie viel? 4 Hektar ungefähr. Ich verkaufe frischen Käse und frische Eier aus Deutschland, also hier aus Erftstadt. Am Nachmittag säumten dann bei gutem Wetter immer mehr die Besucher den kulinarischen Teil des Festes. Bei Musik aus Irland und Schottland schmeckte es so richtig gut. Für die Kinder insbesondere wurde einiges geboten,
wie zum Beispiel das Handfühlparcours der Grundschule. Wir sind von der Grundschule Brüserberg. Wir sind hier jedes Jahr vertreten. Das ist der Förderverein und ich bin die Schulleiterin. Und wir bieten dieses Mal den Handfühlparcours an für die Grundschüler. Was ist das denn genau? In den Kisten haben wir verschiedene Sachen versteckt, wie zum Beispiel Muscheln, Mulch, Schwämme und so was. Und die Kinder müssen fühlen und erraten, was dort drin ist. Oder auch die Präsentation des Brüserberg Jugendzentrums. Wir sind vom Jugendzentrum Brüserberg, wir machen eine Jugendarbeit. Und heute haben wir mitgebracht so ein paar Spiele für draußen. Kinderschminken macht eine Kollegin und wir haben noch tolle Boxen dabei. Das sind Boxen, wo Kinder kreativ werden können. Und auch der Abenteuerspielplatz nahe dem Brüserberg. Möller vom Förderverein des Brüserdorfs. Das Brüserdorf ist ein Abenteuerspielplatz, etwa 200 Meter in diese Richtung. Im Kottenforst ein wunderbarer Abenteuerspielplatz für Kinder ab 6 bis 14 Jahren. Toll, wenn wir nächstes Jahr auch wieder auf den Brüserberg kommen werden, um mitzufeiern. Hunger. Mal schauen, was es jetzt zu fressen gibt. Hallo liebe Hundefreunde. Wir zeigen euch heute, wie man einfach, schnell und kostengünstig ein leckeres Essen für seinen Hund zubereiten kann. Wir sind heute bei Claudia. Hallo. Mit ihrem Hund Henry, die Jule. Und auf der anderen Seite haben wir noch die kleine Hündin Rosine. Das ist allerdings keine Zutat für unser Essen, sondern der Hund heißt tatsächlich so. Claudia, wie hast du den Henry bisher denn ernährt? Also bisher hat der Henry immer Trockenfutter von mir bekommen, aus Bequemlichkeitsgründen und weil es halt ja, einfach ist. Man muss sich nicht viel Gedanken machen. Mhm. Weil jetzt habe ich gedacht, dass ich ihn gerne was gesunder ernähren möchte und hoffe, dass du mir gute Anregungen gibst. Das mache ich auf jeden Fall. Was hat dich denn bisher so davon abgehalten, das Hundefutter selber herzustellen? Ja, ich dachte immer, dass es halt viel Arbeit ist, dass man sich halt viel damit beschäftigen muss und ich hoffe jetzt, dass du mich eines Besseren halt belehrst. Wir haben hier vorne frisches Rinderhackfleisch. Dann ein paar Salatblätter, die enthalten viele Ballaststoffe. Wir haben zusätzlich Öl, das benötigt der Hund, um die Vitamine aus dem Obst und dem Gemüse aufnehmen zu können. Dann haben wir hier eine Gurke, eine Banane, die ist für die Hunde sehr schmackhaft, weil sie süß ist. Und sie hat noch den Effekt, dass sie die Hunde satt macht. Dann haben wir Äpfel, Möhren und Orangen. Orangen enthalten viel Vitamin C. Da muss man aber immer aufpassen, ob es der Hund letztendlich verträgt, weil sie auch Säure enthalten. Und da kann es manchmal passieren, dass die Hunde dann eine Magenübersäuerung bekommen. Das möchten wir natürlich nicht. Liebe Zuschauer, so kann der Hund den Apfel übrigens nicht verwerten. Der Apfel oder das Gemüse grundsätzlich muss püriert werden, damit es der Hund aufschließen kann. Denn die Hunde können das Gemüse nicht zermahlen. Die haben einen starren Kiefer und können es nur auf- und zumachen und nicht wie wir eine Kaubewegung machen. Daher, damit der Hund die Vitamine aufnehmen kann, muss es überhaupt erst in den Mixer geworfen werden. Ja, woher weiß ich denn, wie viel ich für meinen Hund berechne an Fleisch, Gemüse, Obst? Da gibt es bestimmte Richtlinien, anhand derer man das ausrechnen kann. Das wäre jetzt aber viel zu theoretisch, dir das einfach nur so zu erklären. Letztendlich ist das Gewicht des Hundes entscheidend. An Gemüse und Obst kannst du überhaupt nichts falsch machen. Es ist noch kein Hund an zu viel Gemüse gestorben. Man sagt ungefähr 3/4 Gemüse und 1/4 Obst. Und ich schlage vor, dass wir jetzt direkt mal anfangen, um das Ganze auch auszuprobieren. Dann fangen wir an und schneiden einen Apfel und eine Möhre klein. Was möchtest du gerne nehmen? Ich nehme die Möhre. Die Möhre, ja, hervorragend. Einfach so Stücke? Du schneidest grobe Stücke, genau. Und die werfen wir dann da in den Mixer. Ein kleiner Tipp für die Zuschauer. Wenn jemand schon mal probiert hat, eine Möhre ohne Wasser zu pürieren, dann möge er mir den Trick verraten. Es funktioniert nämlich nicht. Es macht einen Heidenlärm und es kommt nichts bei rum. Damit man Möhren oder Salat pürieren kann, muss man immer einen Schuss Wasser dazu tun. Dann geht das wie von selber. Dann nehme ich direkt mal die Möhre, oder? Ich bin ja ein bisschen schneller als du. Das ist aber eine grüne Möhre, die du da hast. Wir packen jetzt noch ein kleines bisschen Apfel dazu, wobei ich mir langsam Sorgen mache, ob der Mixer das hinbekommt. Habe ich den Apfel geschnitten? Nein, die Stücke sind perfekt.
Der Apfel ist natürlich für die Vitamin C-Zufuhr. Die Möhren enthalten viel Vitamin A. Und jetzt schalten wir den Mixer ein. Liebe Zuschauer, haltet euch die Ohren zu. Das Ganze nennt sich übrigens Barfen, ein schreckliches Wort für eine schöne Sache. Es heißt biologisch artgerechte Rohfütterung. Man kann auch sagen, fressen wie ein Wolf. Das Schöne daran ist, dass wir die Zutaten auch selber essen können. Das heißt, für den Hund bleibt immer etwas übrig. Wir können uns theoretisch den Apfel also jetzt selbst zu Gemüte führen. Ich lasse den aber noch für die Jule und den Henry über, damit sie noch was zum Knabbern haben. Das kommt einfach noch dazu. Das Öl auch direkt? Das machen wir ganz zum Schluss drauf, damit jeder gleichmäßig auch was davon abbekommt. Wie lange hat es jetzt gedauert? Nicht lange auf jeden Fall. Nicht lange, ganz genau. So, wir haben hier drei Kandidaten, die Hunger schieben. Bei Jule steht schon alles Fresser drauf. Die freut sich schon riesig auf ihren Napf. Die Hauptzutat für eine gesunde Hundeernährung ist natürlich, wie soll es anders sein, das Fleisch. Der Hund stammt vom Wolf ab, auch wenn man es unseren drei Kandidaten nicht mehr ansieht. Es ist tatsächlich so, das heißt Fleisch muss natürlich drin vorkommen, wenn auch nicht zwei oder dreimal am Tag. Heute ist es auf jeden Fall dabei. Wir haben hier Rinderhackfleisch. Viele haben Angst, dass man dem Hund jetzt was Schlechtes tun könnte, wenn man ihm rohes Fleisch füttert. Das ist eine Angst, die immer noch umhergeht. Der Hund könnte Salmonellen bekommen oder er könnte krank werden. Das ist definitiv nicht der Fall. Kein Hund, der sich draußen eine Maus fängt, kocht die sich erst ab. Ich kenne zumindest keinen. Die Hunde haben einen super Verdauungstrakt. Die können das alles, was an Keimen und Bakterien enthalten ist, abtöten. Und dadurch wird auch das Immunsystem noch gestärkt. Jetzt kommt zum guten Schluss noch ein kleiner Schluck Öl drauf, damit die Hunde die ganzen Vitamine auch aufnehmen können. Das hier ist Leinöl, das ist für die Hunde besonders bekömmlich. Und auch das mache ich immer nach Gefühl. Wenn ich einen Hund habe, der eh schon zu dick ist, dann haue ich dem natürlich keine Riesenportion Öl ins Futter. Aber unsere Hunde haben alle eine super Figur, die können ruhig ein bisschen was auf die Rippen kriegen. Es scheint zu schmecken. Jule, eine Banane. Die Hunde sind satt und glücklich. Da bleibt uns nichts weiter, als dass wir uns noch die übrig gebliebene Banane teilen. In der Bad Godesberger Stadthalle fand mal wieder wie jedes halbe Jahr die Edelsteinbörse statt. Was so alles angeboten wurde, beschreibt uns ein Händler. Alles, was mit Stein zu tun hat, was gut aussieht, naturbelassene Mineralien, Versteinerungs- wie auch geschliffene Steine, die also dann schon für Schmuck weiterverarbeitet werden können. Und zwar sind das alles Einzelstücke. Ja, und da sind hauptsächlich Edelsteine dran. Was für Edelsteine? Also geschliffene und auch Kristalle, die so gewachsen sind, wie diese Natur eben bringt. Mineralien aller Art, Edelsteine, Schmuck, Unikatschmuck, Muscheln, Fossilien, also das ganze Spektrum. Die Waren kommen aus aller Herren Länder. Diese Steine, die sind aus aller Welt und ich beziehe das alles hier in Deutschland über internationale Edelsteinhändler. Einmal rund um die Welt, angefangen von Südafrika. Wir haben zum Beispiel Fossilien aus Madagaskar. Hauptsächlich kunsthandwerkliche Produkte, aber auch verarbeitete Mineralien. Viel Silber aus Nordthailand, handgemachte Dinge, afrikanische Perlen, alte Perlen und halt teilweise auch besondere seltene Edelsteine. Breites Spektrum an Mineralien und an Heilsteinen und besondere seltene Stücken. Ja, eigentlich
Mineralien aus den Alpen, alpine Mineralien. Edelsteinstränge, Zuchtperlen und Schmuckzubehör. Ich verkaufe selbstgemachte Schmuck mit Perlen, Kasumi-Perlen, also meistens sind Unikate. Am Rande war da auch noch ein Händler zu finden, der mit Perlen und deren Schmuckformen handelte. Die Perlen werden, das habe ich schon seit über 20 Jahren gesammelt, überall aus der ganzen Welt, Philippinen, aus Südchina, aus australische Perlen, Tahiti, Philippinen, ja, das sind, da kommen ja die schönsten Perlen her, die Goldperlen. Auch exotisch eine Händlerin, die Silberschmuck anbot, die teilweise auch mal einen Stein beinhaltete. So I have a selection of silver jewelry and some just plain silver and then some with stones. Beachtliche Größe erreichten die dargebotenen Bergkristalle, denen auch körperliche und seelische Wirkung nachgesagt wird. Die Attraktion waren natürlich Mammutknochen, die aus dem Eis stammen und aus Russland kommen. Wir haben also Mammut-Elfenbein, das heißt das fossile Elfenbein aus Sibirien. Wenn Sie dann nach links schauen, da sehen Sie so ein Stück, was im Permafrost in Sibirien liegt und im sibirischen Sommer geborgen wird. Und aus diesem Material verarbeiten wir Schmuck in verschiedenen Variationen, in Kombinationen mit Rohdiamanten, mit Meteoriten etc. etc. Also lassen wir noch ein wenig die Steinwelt auf uns wirken und sehen uns in einem halben Jahr wieder bei der nächsten Godesberger Edelsteinbörse. Regionalfernsehen. Nah dran, mittendrin.